Sagen aus dem Harz. Folge 134. Der Bergmann bei den Geistern im Berge. Von den Berggeistern wusste man vor alten Zeiten noch viel zu erzählen, aber heutzutage kommt das kaum noch vor. So war auch einmal ein Bergmann im Schacht beschäftigt, da tritt ihm ein kleines weiß gekleidetes Männchen entgegen mit einem Licht in der Hand und winkt ihm zu folgen. Das tut er auch. Und sie kommen endlich in einen großen Saal, in dem sitzen lauter Bergoffizianten, alle so gekleidet wie das Männchen, und essen und trinken. Auch dem Bergmann wird ein Becher mit Wein gereicht, und als sie ihn ordentlich bewirtet haben, gibt ihm das weiße Männchen eine Goldzacke und sagt, wenn sie ihm jemand fortnehmen würde, so solle es ihm nur sagen, dann werde er dem, der sie ihm genommen, den Hals umdrehen und ihm die Zacke schon wieder beschaffen. Als er ihm das gesagt hatte, führte er ihn wieder hinaus aus dem Berg und verschwand. Als nun der Bergmann nach Hause kommt, da ist ihm alles fremd. Er kennt keinen derer, die ihm begegnen, und keiner kennt ihn, so dass er endlich zum Prediger geht. Der muss das Kirchenbuch nachschlagen. Da ergibt sich, dass er 3 Menschenalter unten im Berge bei den Geistern gewesen ist, und ihm war's doch nur wie wenige Stunden vorgekommen. Der oberste Bergoffiziant aber, als der von Erzählungen des Bergmannes hörte, bekam Verlangen nach der Goldzacke und ließ sie dem Manne, als er sie gutwillig nicht geben wollte, endlich mit Gewalt fortnehmen. Da ist der Bergmann wieder in den Schacht gegangen und hat's dem weißen Männchen geklagt. Dieser ist dann ausgezogen, hat dem Offizianten den Hals umgedreht und dem Bergmann seine Zacke wiedergebracht. Davon ist er dann so reich geworden, dass er sein Leben lang gut leben konnte.